Freunde, ihr wisst ja, die Online-Kundenkonferenz, ja. Achso, hallo erstmal zu diesem Video, fast vergessen. Aber ja, ihr wisst ja, die Online-Kundenkonferenz, die findet ja statt in gar nicht so langer Zeit in Bottrop in Essen. Und da haben wir jetzt ein paar neue Speaker, die jetzt auch fest zugesagt haben, nämlich der gute Herr RSD Max, der gute Herr Karl S. ist mit dabei, Marcel Knopf ist mit dabei. Ja, logischerweise bin ich mit dabei, Ben Sattinger ist mit dabei, wir haben auch noch mit dabei. Jetzt habe ich sicherlich einige sehr wertvolle Speaker vergessen, aber wir haben auf jeden Fall ein richtig, richtig krasses Line-up und es wird darum gehen, die werden alle einmal ihren Funnel komplett strippen, aufdecken, zeigen, wie sie online Leute, die noch nie von ihnen gehört haben, auf sich aufmerksam machen und dafür sorgen, dass die dann von denen kaufen. Und das, was ihr mitnehmen könnt dort, ist quasi, dass ihr bei der günstigsten Ticketkategorie einfach mal für wenig Geld direkt reinschauen könnt in die Funnel von den Leuten. Das ist schon richtig heftig. Das sind Masterminds, die kosten normalerweise 25.000 Euro pro Jahr, wo man sich sowas normalerweise gegenseitig zeigt. Aber ich habe da halt ein paar Jungs überreden können, das zu machen. Aber jetzt wird es richtig geil. Wenn ihr nicht das günstigste Ticket holt, sondern wenn ihr die zweite oder dritte Ticketkategorie holt, dann lernt ihr sogar die Speaker persönlich kennen. Das heißt, gemeinsames Abendessen. Das heißt, gemeinsam miteinander in der Mastermind sitzen, an deinem Business arbeiten. Ja, die Speaker werden dein Business analysieren. Bei der teuersten Ticketkategorie geht es sogar danach noch Aftershow, Party, Drinks trinken. Ja, so. Das heißt konkret, ihr werdet mit diesen Speakern gemeinsam einen trinken gehen, werdet die kennenlernen, den einen oder anderen vielleicht sogar als Freund für euch gewinnen. Und es gibt noch 30 Tage persönliches Coaching mit mir und meinem Team dazu. Der Link dazu, wie immer in der Infobox und im Kommentar. Und ich möchte euch jetzt auch noch einen kleinen Bonus extra geben. Ich möchte euch nämlich 10% Rabatt geben auf das Ganze. Nämlich habe ich gesagt, ihr folgt mir, genauso wie den Leuten, die mir auf Facebook mit mir befreundet sind. Da gebe ich 10% Rabatt. Die 10% Rabatt gibt es, wenn ihr euch unten auf den Link, wenn ihr da draufklickt, euch anmeldet. Und dann werdet ihr mit wahrscheinlich Martina, glaube ich, sprechen. Und Martina wird dann euch den Rabatt zukommen lassen. Und ihr könnt auch mehrere Tickets sogar noch günstiger bestellen. So, vielleicht erinnert ihr euch davon, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich gerade von Martina gesprochen habe. Das ist diese schöne Frau. Und das ist der Tom. Hallo Tom. Wenn ihr mit uns telefoniert, dann kann es sein, dass ihr mit mir telefoniert, mit Martina telefoniert, mit Tom telefoniert. Je nachdem, wo telefoniert ihr vielleicht auch mit Daniel. Aber mit irgendwem dieser attraktiven, sympathischen Menschen telefoniert ihr, wenn ihr mit uns telefoniert. Ich wollte euch nur mal zeigen. Also Martina auf jeden Fall, Online-Kundenkonferenz. Hallo. Und Tom für das ein oder andere. Und ich bin vor allem der für die Sextelefonate und so weiter. Jetzt, was machen wir jetzt? Sextelefonate. Sextelefonate, sehr gut. So, Freunde, ich möchte mit euch mal über etwas reden, warum die meisten Leute im Internet kein Geld machen. Ja? Und zwar müsst ihr euch mal Folgendes vorstellen. Kann man das sehen? Das ist eine Pyramide, ja? Und selbst wenn man das nicht so ganz perfekt sieht, glaubt mir, das ist so. Ja? Also wir haben hier unten haben wir eine Anleitung, hier in der Mitte haben wir die Hilfe und ganz oben, dass das für jemanden gemacht wird. Jetzt pass auf, jetzt ist Folgendes der Fall. Diese Anleitung, die ist ein bisschen was wert. Die Hilfestellung ist viel wert und das für jemanden zu erledigen, das ist extrem viel wert. Die meisten Online-Marketer da draußen, die versuchen, das hier zu verkaufen und entweder die nehmen viel zu viel Geld dafür oder die nehmen sehr wenig Geld dafür. Und das Problem in beiden Fällen ist, dass wenn man zum Beispiel das erste Angebot, das man jemandem macht, wenn das ist, kauf was für 300 Euro, warum zur Hölle sollte der was von dir kaufen für 300 Euro, ja? Das wird der nicht machen. Im Gegenzug, wenn dein erstes Angebot ist, kauf was für meinetwegen 10 Euro, dann kann das gut sein, dass das jemand macht, aber wie viele von denen musst du denn verkaufen, bevor du Geld gemacht hast wirklich? Das ist beides Bullshit. Das heißt, der einfachste Weg ist es, den Leuten das erste Angebot zu machen, und zwar gratis, und dann das zweite Angebot zu machen, und zwar für zum Beispiel
1000 Euro. Warum? Warum ist das so? Weil, schau mal, hier werden viele drauf reagieren. Das heißt, du wirst viele Leute bekommen, die mit dir arbeiten wollen. Und dann wirst du denen halt ein bisschen was geben, was denen hilft. Und dann sehen sie, oh, der hilft mir. Das heißt, das Problem, 300 Euro ist so viel Geld, warum sollte ich irgendwem 300 Euro geben? Gibt's gar nicht mehr. Jetzt gibt's nur noch, ah, gratis, das ist ja kein Problem, das nehme ich. Dann bekommen die Wert von dir, die merken, oh, wow, das hat mir richtig viel geholfen. Das ist tatsächlich voll gut, was der macht und ich vertraue dem. Und denen dann zu sagen, wenn du noch mehr davon willst für 1000 Euro, das ist relativ leicht. Und dann werden die sagen, okay, das machen wir. So, und jetzt macht ihr mal Folgendes. Ihr geht mal auf diese Seite, funneltogo.de, funneltogo.de, weil da werde ich mit euch gemeinsam schauen, wie kriegt man hin, günstige Angebote zu verkaufen, mittelpreisige Angebote zu verkaufen und hochpreisige Angebote zu verkaufen, so dass ihr am Ende jeden Monat 10 von diesen Kunden habt, die euch 1000 Euro zahlen und damit macht ihr 10.000 Euro im Monat. Klappt das für jeden? Fuck no! Klappt das mal eben so schnell im Vorbeigehen? Fuck no! Aber wenn ihr ein bisschen Ahnung von Online-Marketing habt oder ein Geschäft, das schon läuft oder ganz besonders, wenn ihr beides habt, dann werdet ihr das sehr schnell hinkriegen. Weil der Trick hier ist einfach, viele Leads zu bekommen und dann den vielen Leads ein hochpreisiges Angebot zu machen, weil um mit diesen 10 Euro Verkäufen, um damit zum Beispiel jeden Monat 10.000 Euro zu machen, da muss ich 1.000 Leuten was verkaufen. Wie aufwendig ist das denn bitte? Alternativ kann ich einfach nur 10 Leuten was verkaufen für 1.000 Euro. Ich versuche ja hier in diesen Daily Vlogs jetzt nicht so hardcore diese Lehrvideos zu machen und ich versuche auch nicht andersherum hardcore irgendwie nur zu zeigen, was ich so mache im Leben. Aber ich möchte gern so ein bisschen einen Mix machen und wenn euch das gefallen hat, dann verprügelt mal eben schnell den Like-Button und klickt auf den Link für Funnel2Go, wo wir uns dann einfach persönlich sehen. Wo ich übrigens bei Funnel2Go jetzt, um das auch nochmal klar zu machen, was ist das? Ihr kommt zu mir, also du kommst zu mir und wir setzen uns gemeinsam in einen Raum, so wie der hier, und arbeiten an deinem Funnel, so dass das Konzept, wie du es schaffst, gratis Leute anzuziehen und denen dann was zu verkaufen für zum Beispiel 1000 oder 2000 oder 5000 Euro, das baue ich mit dir für dich auf, so dass du dann Umsätze hast. Weil wenn du ein oder zwei davon im Monat verkaufst, kannst du in der Regel schon gut davon leben. Und wenn du 10 davon verkaufst im Monat, dann kannst du in der Regel extrem gut davon leben. Also lass uns das bitte gemeinsam machen, damit jetzt diese ewige, wie macht man eigentlich Online-Marketing und funktioniert Online-Marketing überhaupt, damit diese Frage ein für alle Mal geklärt ist. Moin Freunde, auch spannend, glaube ich, ist dieser Gedanke irgendwie so, dass wenn man Online-Marketing macht, dass man dann so unbedingt am Strand liegt ganz viel und jetsettet und so. Und ehrlicherweise, ja, ist auf jeden Fall geil. Ich fliege jetzt nach Wien am Wochenende, ich fliege danach nach wo fliege ich denn hin? Nach Mallorca, genau. Und dann geht es auch bald wieder nach Gran Canaria für mich und dann Los Angeles und so. Klar, man fliegt mega viel rum, man kommt auch viel rum, aber die harte Wahrheit, ja, die ist aus Holz. Das ist nämlich der Schreibtisch, an dem sitzt man nämlich die meiste Zeit. Erfolg sieht nämlich so aus. Ja, also darf ich euch mal bitte ganz kurz zeigen, hier, das ist ein Büro und so sieht Erfolg aus. Erfolg sieht nicht aus Bentley und Rolex und sonst was, das sind alles Sachen, die gehören dazu, klar. Aber am Ende des Tages ist jeder, den ich kenne, der Millionen macht, der riesige Anzahlen an Follower hat, jeder, der seine Ziele erreicht hat und neue Ziele gesteckt hat und die auch alle erreicht, das sind alles Leute, die den ganzen Tag an ihren Zielen arbeiten. Und wenn deine Ziele geschäftlich sind, dann ist das nun mal oft im Büro. Das heißt, natürlich, man kommt auch mal rum, ja, so, es gibt auch, ich kenne auch viele Selbstständige, die sehr erfolgreich sind über Online-Marketing, die sehr viel reisen, ja, ich reise ja, wie gesagt, selber sehr viel, aber lass uns bitte mal ehrlich bleiben, wenn du Gas gibst und Gas geben willst und deine Ziele erreichen willst und auch wenn du deine Ziele erreicht hast und deine neue Ziele erreichen willst, dann musst du bestimmte Dinge dafür tun und das ist eben auch Hand aufs Herz, harte Arbeit. Also deswegen, bitte, 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 immer wenn du daran denkst, so, ja, Ziel erreichen und sowas, dann denk nicht drüber nach, was ist der kürzeste Weg, was ist der schnellste Weg. Das ist alles cool, ja. Aber was ist der ehrliche Weg, was ist der richtige Weg? Und was ich ganz oft immer wieder in meinem Leben überlege, ist die Frage, was ist der einfache Weg und was ist der richtige Weg? Weil das sind immer zwei unterschiedliche. Der einfache Weg ist es, meinetwegen, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Geld reden, ja, der einfache Weg ist es, Leute abzuziehen, ja. Der richtige Weg ist es, wirklich einen Mehrwert zu stiften. Und der einfache Weg ist ganz oft so, dass man ganz kurz Erfolge hat oder dass man das Gefühl hat, Erfolge zu haben. Und dann merkt man so, man ist aber eigentlich auf dem einfachen und damit dem falschen Weg. Und wenn man das aber auf der anderen Seite macht, den richtigen Weg, der richtige Weg ist oft der schwere Weg. Es ist oft der Weg, der vielleicht weniger Spaß macht, zumindest am Anfang. Es ist oft der Weg, gegen den man auch so eine gewisse Resistenz hat, wo man sich wehren will, wo man sagt so, nein, ich will das nicht machen. Aber am Ende des Tages ist der richtige Weg der richtige Weg. Und deswegen, das nächste Mal, wenn du die Möglichkeit hast, den einfachen oder den richtigen Weg zu gehen, dann überleg mal, was du eigentlich willst. Dass es jetzt leicht ist und dann später schwer,
oder dass es jetzt ein bisschen schwerer ist und dann später leichter wird, weil du den richtigen Weg gegangen bist. Weil das ist immer das Gleiche. Die Dinge, die jetzt leicht sind, die werden später schwer. Und die Dinge, die jetzt schwer sind, die werden später leicht. Also, Attacke dafür. Und ich würde sagen, das mit den Daily Vlogs, da brauche ich von dir nochmal Feedback bitte. Nämlich, schreib mir mal bitte in die Kommentare, ob du das gut findest, dass ich zurzeit Daily Vlogs mache und zwischendrin mal so ein bisschen was erzähle, wie zum Beispiel jetzt auch gerade. Wenn ich viel unterwegs bin, da werde ich ja sowieso viel unterwegs sein. Und wenn ich nicht so viel unterwegs bin, da muss ich halt schauen, wie ich diese Videos fülle. Und ich glaube, einfach so ein bisschen sowas wie das hier zu machen und ein bisschen darüber zu erzählen, das ist etwas, was dabei hilft, tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese Videos auch cool sind, auch Mehrwert bieten. Ja, also gib mir da gerne mal Feedback. Guck mal hier, Martina am Telefonieren gerade. Sehr gut, alles klar, Freunde, ja? Bis gleich. Boah, Freunde, ich sage euch, ich stelle das nochmal scharf. Jetzt, oder? Ich weiß nicht. Guck mal, mir ist warm vom Skateboardfahren. Ich bin fertig für heute. Ey, ist echt spät geworden inzwischen. Viertel nach acht jetzt. Ich werde jetzt nochmal ein, zwei Stunden lang arbeiten, ein bisschen Kleinigkeiten machen. Dann werde ich mich um Laura kümmern. Ich bin gerade auch gerade bei ihr. Weil, guck mal, hier so ein Fell und dann so Weingläser da und so. Das ist doch schon relativ weiblich, oder? Wobei ich mich auch selber für Einrichten gerade sehr interessiere. Muss ich mal gucken, wenn ihr Tipps dafür habt. Und eine Sache habe ich nämlich, eine kleine Bitte, eine Frage an euch auch. Wenn ihr ein richtig geiles Auto habt, einen getunten BMW, vielleicht einen Ferrari, vielleicht einen niceen Porsche oder ein Lambo oder ein F-Type oder sonst was, schreibt mir eine Mail, schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir bei Facebook, egal wie, kontaktiert mich. Ich komme vorbei oder wir treffen uns irgendwo und wir fahren mal ein Stündchen rum und ich mache mal ein Video davon. Weil ich habe momentan echt richtig Spaß dran, auch die ganzen YouTuber in den USA anzuschauen, die ganze Zeit mit den Autos rumfahren. Und ehrlicherweise habe ich auch Bock, aber ich habe keine Lust und keine Zeit, jetzt immer die zu mieten oder mir irgendwie Probefahrten zu holen oder sowas. Das ist auch recht viel Aufwand und ist natürlich auch mit der Zeit relativ teuer. Deswegen, also, wenn ihr ein cooles Auto habt und Bock habt, mal in einem Video, in einem Vlog von mir zu sein, ab dafür, dann sagt mir Bescheid, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin erstmal alles Gute, wir sehen uns morgen wieder und denkt dran, macht keinen Quatsch, dann mache ich auch keinen. Ach so, bevor ich das vergesse, allerdings, die euch jemals interessieren könnten, sind logischerweise da unten unter mir in der Infobox. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.